Guten Morgen. Wisst ihr, was ganz, ganz schlimm ist? Mir ging es ja gestern den ganzen Tag nicht wirklich gut. Abends ging es dann. Und als ich im Bett gelegen habe, war wieder alles super. Und zwar so super, dass mein Kopf angefangen hat zu rattern. Ich wollte aufstehen, Dinge notieren, Dinge machen. Es war schlimm. Ich habe ewig gebraucht zum Einschlafen. Ich habe insgesamt 3 Hörspiele gehört. Und zwischendurch auch mal Milch getrunken. Es hat nichts geholfen so richtig. Das war grausam. Das war richtig grausam. Das war so schlimm. Und heute Morgen habe ich meine Runde auch nicht gemacht. Nee, ich kann jetzt nicht. Ich habe immer noch das Zeug im Kopf. Schlimm. Ganz furchtbar. Das Gute ist, ich habe gerade geguckt oder ich wollte gerade was bestellen. Und zwar Etikettenpapier in A4, weil ich es brauche. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal nochmal nach, wie viel ich noch davon habe, weil ich wusste, ich habe noch. Und dann finde ich tatsächlich das hier. Also es ist nicht A4, obwohl es da unten drauf steht. Vielleicht sieht man es da unten so ein bisschen. Das sind halt A5 Labels, was aber vollkommen okay ist. Da ist halt nur wichtig, dass man dann aufpasst, dass da in die Mitte nichts ist, wo die Teilung ist. Aber ansonsten perfekt. Ich weiß nicht mal, ob ich davon überhaupt schon mal was gebraucht habe. Aber da sind 100 Blatt drin. Das heißt, das sollte eine Weile reichen. Ich brauche also nichts. Ich hätte auch erst 100 Blatt gekauft. Ich brauche also nichts kaufen. Finde ich super. Spare ich schon wieder Geld. Weil ich habe jetzt mal angefangen zu notieren, was ich dieses Jahr noch ausgeben werde. Ich habe auch schon einen Plan für die Buch Berlin, was ich da einnehmen möchte. Ob das jemals funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe ein Ziel. Und ich möchte dieses Ziel gerne erreichen. Ja. Gucken wir mal. Genau. So sieht's aus. Aber da bin ich jetzt sehr erleichtert, dass ich das gefunden habe. Ich hätte nur Etiketten A4 gelesen. Noch nicht mal gewusst, dass es A5 endlich ist. Aber ist egal. Es ist toll. Erleichterung pur. Gut, das wieder aus dem Kopf. Jetzt hier noch ein bisschen puscheln. Und alles Mögliche. Und ein paar das Ding noch notieren, weil ich habe noch nicht alles aus dem Kopf raus. Wir haben es schon 10. Und es ist immer noch so viel in meinem Kopf drin. Das werde ich mir noch mal notieren, damit ich nichts vergesse, was gestern Abend in meinem Kopf rumgespukt ist. Und das war wirklich einiges. Einiges. Ja. Okay, dann. Willkommen im Montag. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe einen Kollegen, der so ein bisschen unbeholfen ist, was so PC-Sachen angeht. Und er hatte mich heute Morgen angerufen und gefragt, so, ja, ich habe hier wieder was, was ich jetzt machen soll, bla bla bla. Und ob wir das zusammen machen oder ob er es erstmal mit meiner Anleitung, die ich ja geschrieben habe dafür, ausprobiert und wenn er nicht weiter weiß, sich dann meldet. Ich ihm dann nur gesagt, ja, mach mal. Weil wenn ich nicht da bin, kann ich mir auch, also nicht mehr da bin, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Es kam gerade, schick, geklappt, danke für die ausführliche Anleitung. Ja, das meine ich nämlich, die ist so, also ich schreibe meine Anleitung da immer so, dass es halt jeder versteht. Das ist mir ja wichtig bei so Anleitungen schreiben. Dafür ist sie ja auch da, damit man sie eben ohne fremde Hilfe selbsterklärend nutzen kann. Gelle, das finde ich ja, dafür ist sie ja da. Warum soll ich das so Anleitung schreiben, wenn man trotzdem eine Hilfe braucht? Nö, aber es hat funktioniert. Das war aber letztes Mal auch schon. Da hat er auch gesagt, irgendwie, machen wir das zusammen und soll ich selber machen? Und da hat es ja auch mit der Anleitung, glaube ich, funktioniert. Soweit ich mich erinnere. Das war noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz funktioniert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, es funktioniert. Ach je. Ich habe meine Pause irgendwie überzogen. Ich weiß auch nicht. Ich habe Hunger. Ich weiß noch nicht, was ich essen soll, kann, darf. Aber nee, es gibt ja heute Spaghetti. Ich warte nur auf Daniel. Weil die Spaghetti gab es nämlich gestern nicht. Er kam bei McDonald's an. Beziehungsweise er hat bei McDonald's bestellt. Und die kam dann kurz danach an. Ja, also gab es gestern Pommes mit Burger. Burger mit Pommes. Andersrum. Pommes sind natürlich ein bisschen labberig, aber nun ja, was soll's. Und danach waren es beiden so schlecht, dass ich auch abends nicht mehr gegessen habe. Ja. Wir hatten beide ein bisschen viel. Ich habe zwar nur diese kleinen Burger, also einen Cheeseburger, einen Chickenburger und diese riesen Pommes. Aber dann lag er mir echt so, das reicht aber. Jetzt ist genug. So die letzten Bissen waren so, es wurde mal mehr im Mund. Ja, aber heute gut Spaghetti Bolognese.
oder Nudeln Bolognese oder was auch immer er für Nudeln nehmen wird. Das weiß ich nicht. Und er ist 2 weitere Wochen krankgeschrieben. Er war nämlich jetzt beim in der Klinik, habe ich es erzählt, weiß ich gar nicht. Kommt er da? Nö. Ja, aber es sind keine Ärzte da, deswegen gibt es auch nur 2 Wochen, weil mehr dürfen die dann nicht krank schreiben. Die Sprechstundenhilfe musste auch durchs ganze Haus tingeln, um eine Unterschrift zu bekommen. Ja, schwierig, aber es sind nochmal 2 Wochen krank geschrieben. Hat aber nächste Woche einen Termin bei einem Arzt. Allerdings steht ein anderer Arzt drauf, als er den ja eigentlich hat. Und dann wird er nochmal anrufen, ob der andere Arzt auch da ist. Wenn nicht, dann bitte einen anderen Termin, weil er möchte nicht zu dem anderen, weil die sind alle ein bisschen komisch. Der eine ist halt super. Genau. Jo, jetzt ist er irgendwie noch bei Kaufland versumpft. Fragt mich nicht. Ich weiß nicht, wie er da wieder zu Kaufland kommt und wo er zu Kaufland kommt. Keine Ahnung. Jo. Und weil er hierher kommt, ist er schon 12. Ja. Okay. So sieht's aus. Ich mach mal weiter. Das ist ein Chaos. Ich habe gerade geduscht und dabei fiel mir ein, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Denn ab heute kann man tiefgefroren vorbestellen. Ja. Und ich wollte eigentlich ein automatisches Ding drin haben oder einen Text drin haben, wenn das noch nicht erschienen ist, dass es dann aber schon in Kürze erscheint. Und bereits vorbestellbar ist. Hat nicht so ganz funktioniert. Und ich habe gerade wieder so ein Flimmern vom Gesicht. Also ist ganz schwierig gerade gewesen, überhaupt irgendwas zu machen. Da habe ich es manuell erstmal reingeschrieben. Oh, das macht mich alles wahnsinnig. Naja, egal. Also auch für euch die Info. Das Buch. Gestern im Winkler 2 übrigens. Also Band 2 zu Einfach Merkmal Museum. Ist jetzt ab sofort im Shop vorbestellbar. E-Book konnte ich noch nicht einstellen, weil ich das E-Book aber gar nicht habe. Also im Shop ist es drin, aber ich habe halt die Datei fürs E-Book, damit es veröffentlicht werden kann, gar nicht. Ist mir heute aufgefallen. Okay. Auch nicht schlecht. Hm. Jo, von daher brauche ich das mal als Cover, aber Ronja ist noch im Urlaub bis heute und dann hoffentlich morgen. Ich hoffe, ich schaffe es bis morgen sofort, dringend. Schwierig. Egal, dauert ja eben ein bisschen, bis es dann in den Shops drin ist. Und kommt eher das nächste Monat raus. Also ist noch ein Momentchen hin. Genau, mein Fuß juckt. Und mit dem Haare föhnen ist heute wieder nichts geworden. Mit Flimmern vor den Augen ist das ein bisschen blöd. Jetzt geht's aber also wieder, weil jetzt ist halt etwas zu trocken. Oh, ich habe so einen Obstbauch. Wie viel Obst gerade da? Einiges war auch dringend notwendig, dass man es isst. Dann hat ihr denn noch von den Erdbeeren überhaupt gehörten, um Gottes Willen. Und Johannisbeeren und Heidelbeeren eine Obstsuppe gemacht, nenne ich es mal. Also mit Milch und Vanillezucker und so. Und ich habe die restlichen Johannisbeeren und Heidelbeeren gegessen und eine Banane und einen Apfel. Und jetzt habe ich einen Obstbauch. Ich habe einen Kaffee. Ich spiele jetzt hier gerade in Dreamlight Valley, bin aber hier auch schon fast wieder durch. Ich habe so viele Aufgaben gerade, also die nicht zu diesen Moment, die nicht zu diesen Eventaufgaben gehören, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Aufgabendinger. Ja. Wobei bei oberen ist ja immer, schließe noch mehr Aufgaben mit so und so ab. Sagen wir mal also 5 Aufgabenstränge, die ich jetzt so machen könnte. Zwischendurch war es auch noch eines mehr. Weil ich habe jetzt nämlich Vanille-Pes eingezogen. Genau. Und jetzt gibt es hier noch andere Spinat. Das heißt, ich werde jetzt Spinat anbauen. Ich hoffe, ich habe 50. Wahrscheinlich habe ich keine 50 Spinat. Habe ich 50 Spinat? Wow, ich habe einmal Spinat. Das ist doch gut. Also Spinatsamen. Ja. Und du? Ertappt. Schnupp, ey. Jo. Genau. Dann kaufe ich mal. Wo kriege ich das Spinat her? Ich weiß immer nicht, an welchem Stand von Goofy ich die Dinger bekomme. Dann klapper ich wieder alles ab. Okay, warte mal. Ich habe hier noch so anderes Zeug. Ich sollte nämlich jetzt für Mutter Gotel so eine Fragmente sammeln. Lustigerweise habe ich 2 schon bekommen.
Obwohl das eine mittags sein soll und das andere halt abends. Wir haben bis jetzt 17 Uhr. Ich habe es vor ein paar Minuten gefunden. Beides. Wann ist mittags? Wahrscheinlich so zu wann bis. Das ist auch komisch. Nur das Morgending und zwar nicht bei. So, das will ich dann morgen früh finden. Okay, jetzt gehe ich erstmal gucken, ob ich Spinat finde. Dann pflanze ich den noch an und bin ich für heute hier auch schon wieder fertig. Dann will ich mal gucken, was ich noch machen. Ach hier, doch. Es hat funktioniert. Aber ohne Bild. Ah, ich habe vergessen, das Bild hochzuladen. Ja. Oh nein, bin ich doof. Ich habe vergessen, das Bild hochzuladen. Ja, ja gut, dann kann es nicht funktionieren. So. Schön. Bild vergessen. Das Bild vergessen und so. Der Text war aber da. Gut, dann kann ich jetzt trotzdem gucken, wie ich es hier gemacht habe. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich sage, sie macht alles nach gerade. Wirklich so viel. Es ist so unglaublich. Ja, es ist ihre Höhle. Die Wolken sind ja auch ein bisschen gruseliger, oder? Oh, Blitz. Hopsala. Ich würde sagen, es gewittert. Kelle? Okay. Rumpstumpsti. So. Und ich bin hier am Basteln. Ganz viel Basteln. Ja, Berlin kann kommen. Naja, noch nicht vielleicht, aber bald, bald ist es. 2 Sekunden später und es hat angefangen zu schütten. Eben haben sich die Bäume so richtig bewegt. Naja. Wie heißt es? Gebeugt. Gebogen. Gebogen haben sie sich, ne? Ja. Ich möchte jetzt nicht rausgehen, glaube ich. Nett. Auf der anderen Seite ist es sogar ein bisschen heller, hat Dani gesagt. Hei, hei, da. Schön stehen bleiben, Bäumchens. Nicht kaputt gehen. Bitte, bitte. Ich möchte die alle hier behalten. Um Himmels Willen. Ich werde sogar hier nass. Das ist ja ekelhaft. Oh Mann. Upsi.